So, hallo und herzlich willkommen auf unserem Tagesdance-Server von King. User joined your channel. Wer es noch nicht kennt, befriedete Zone, Westend, quasi. So, ich bin auf Militärseite, ich bin der First Lieutenant und bilde hier die Soldaten aus, unter Führung von unserem Commander in Chief, der noch nicht da ist, aber er kommt auch gleich. Hoffe ich. Gut, gehen wir mal eine Runde shoppen. User left your channel. User joined your channel. Guten Tag, Commander. Ich stöpsel einfach mit mir, sonst teilt dich das heute nicht aus. Guten Tag, Commander. Tag, First Lieutenant. Ich hole noch schnell Ohrenstöpsel. Jawohl. User joined your channel. Wo soll's hingehen, Commander? Lieutenant, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf unsere Fahrt bis wir
Verstanden. Oh. Ich komme sofort. Kurz gleich abwesend. Jawohl. Bitte? Sagt der Lieutenant, altes Haus. Jawohl. Ich verstehe ganz schlecht. Versuch mal über Funkgerät zu sprechen, das müsste lauter sein. Was habe ich denn für eine Frequenz geschrieben? 146.9. Ich sagte, wir reden am Boden weiter, wo es nicht so laut ist. Verstanden. Ja, kommt an. Wie bitte? Nachricht ist angekommen. Alles klar. Achtung unter uns, eine Lampe links. So. Jetzt müsste es gehen eigentlich. Ach. Dann düsen wir da mal hin wieder. Jawohl. Wo ist das? Commander? Jawohl. Wo ist das? Das ist westlich von uns.
Wir brauchen nur zur Straße rausfahren, nach links und dann geradeaus. Am Dattelfeld rechts abbiegen, sind wir schon da. Ach da, beim Elektronikbedarf. Ja, so ist es, ja genau. Gut. Ich habe gehört, dass der auch so Zündsätze für Sprengsätze verkauft. Vielleicht sollten wir den mal ein bisschen ausquetschen. Jawohl. Das geht ja gar nicht. Nein, das können wir hier nicht zulassen. Lieutenant. Jawohl. Erinnern Sie mich bei Gelegenheit, wir müssen hier einen kleinen Kühlschrank einbauen. Jawohl, verstanden. Ich habe Durst. Es ist kein Bier anwesend. Vielleicht hat der im Elektronikladen was zu trinken für uns. In einem Elektronikladen was zu trinken? Komm her, da. Der Elektronikladen, der würde doch nur irgendwie einen Kühlschrank haben, meinst du nicht? Möglicherweise. Vielleicht ist er vielleicht Pakistan. Trinkt doch jeder irgendeinen Mist. Die Zivilbevölkerung ist auch nicht mehr dasselbe wie damals im Irak. Das stimmt. So, da vorne fahren wir rechts. Jawohl. Treffen heute wieder neue Rekruten ein? Bis jetzt habe ich davon keine Information bekommen. Verstanden. Ich habe nur gehört, dass der Rekrut, ich vergesse immer den Namen, weil der so sinnlos ist, wieder gleich mal wieder kommt. Kowalski, nee, Kolowski. Nee, der andere, der. Ah, ich weiß nicht, wie der heißt, egal. Quetsch mal erstmal den Elektronik-Arsch raus hier. Ah, so, jetzt weiß ich es wieder. Bitte Vorsicht, Lieutenant. Wir wissen, wir sind hier im Niemalsland. Will uns keiner was Gutes. Da haben sie recht. Gut. Ist denn hier der Abdul? Abdul! Lass mal anschauen hier. Jedes Mal wechselt der seinen Shop, das gibt's ja nicht. Er muss hier sein. Abdul! Grüß dich! Sagen Sie mal, wir haben Informationen bekommen, die hier Zündsätze für Sprengsätze verkaufen. Was zeigen Sie denn dazu, Herr Abdul? Nicht so gesprächig. Ja, das können wir ja schon. Das sind wir ja schon gewöhnt. Ja, nachdem wir Ihnen jetzt gerade nichts nachweisen können, haben Sie erstmal Glück gehabt. Aber glauben Sie, die US Army hat ein Auge auf Sie. Gucken Sie mal zum Himmel. Wenn es da spiegelt, könnte es sogar sein, dass eine Drohne Sie beobachtet. Ja, da können Sie gucken, was Sie wollen. Ich würde an Ihrer Stelle ein bisschen vorsichtig sein. Er verzieht nicht meine Miene. Ich glaube, das interessiert ihn nicht. Ja, so sind Sie hier. Schlimmen Terroristen. Ah, einmal möchte ich Sie mit einer Waffe sehen. Ich würde Ihnen sofort die Brust voller Blei pumpen. Abdul. Ja gut, Lieutenant, dann gehen wir mal eine Runde und gucken mal nach dem Rechten hier. Jawohl. Sieht ja ausnahmsweise ausgesprochen friedlich aus hier. Ja. Hallo, guten Tag. Oh, der nächste, der nicht gesprächig ist. Sachen gibt's hier. Ich fühle mich hier wie in der Bronx. Ja. Ich glaube, die Blütezeit dieser Stadt ist vorbei. Gab es hier jemals eine? Weiß nicht, aber hier steht Shop drauf. Presseclub. Aslambad. Camp Office. Ah ja. Ja, komisch. Ganz komisch. Der Rekrut. Hey, der Rekrut. Gucken wir mal, ob er was gelernt hat und sich richtig vorstellt im Funk. Geh mal nicht davon aus. Naja, irgendjemand muss ja den Humvee waschen, ne? Ich wette 2 Cola und einen Burger, dass es nicht kann.
Das glaube ich auch. Commander von Rekrut Sult. Alter, nicht sehr gesprächig. Irgendwie sind die ganz schön groß, die Kollegen hier, ha? Ja, irgendwie, ne? Es liegt wahrscheinlich am Wasser. Der fliegt auch ein bisschen in der Luft. Ah. Tatsache. Zauberer, Dieser Zauberer. ha? Ja, sind wahrscheinlich durchsichtige Plateaustühle. Wissen Sie, das, was es in den 90ern bei uns gegeben hat, Ja. das kommt hier wahrscheinlich jetzt erst an. Ja. Naja, dann gucken wir mal weiter, ob's hier noch mehr von diesen freundlichen Leuten gibt. Eieiei, dieses Land. Oh, das ist ein netter Shopper. Gucken Sie mal. Haha. Hallo. Einschusslöcher. Haben Sie denn keine Theke hier? Ach, Sie waren am Bauen mit den Hölzern. Verstehe, Ja. verstehe. Na Commander von gut. Rekrut Sold kommen. Ist hier gestapelt? Orangen? Ne, ist nichts mehr drinnen. Okay. Commander, Sie werden gerufen über Funk. Werde gerufen. Warum höre ich nichts? Ich Oh. weiß nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Ein Funk hat sich offensichtlich selbstständig gemacht in meiner Hosentasche. Commander, hört bitte kommen. Rekrut Sold meldet sich im Außenposten zum Dienstantritt. Ausgezeichnet, Rekrut Sold. Fassen Sie ein Fahrzeug aus, kommen Sie nach Leumanara, wir müssen hier die Gegend absichern. Hier kommt es vermehrt zu Unruhen, wir müssen gucken, dass die Zivilbevölkerung hier im Zaum gehalten wird. Jawohl, verstanden. So. Was gibt's hier? Tea-Workshop. Tea-Workshop. Bestimmt Terroristen Arbeitsshop. Terroristen-Arbeitsshop. Klingt naheliegend. Ja, da haben Sie ganz Ah, da recht. steht schon so einer Ah, drin. Tür verbarrikadiert. verbarrikadiert, aha. Ah. Ah, zweite Tür. Ganz unauffällig. Guten Tag. Ganz unauffällig. Und Was ist welcher das denn Shop hat hier? bitte drei Ausgänge? Das ist irgendwie, kommt mir das Hier, diese bekannt Kisten. vor. Gucken Sie sich das mal an, was hier drauf steht. Können Sie Oh. das lesen? Negativ. Können Sie das lesen, Lieutenant? Negativ. Wir werden einen unserer Rekruten oder Private mal auf dem Sprachkurs schicken müssen, offensichtlich. Jawohl. Das nützt uns auch in den nächsten Nightclubs. Ja. Ja, Wo läuft das eigentlich definitiv. hin? Ich wollte den Cola Rum bestellen. Wissen Sie, was ich bekommen habe? Nein. Eine pakistanische Oma. Hier. Irgendwas. Das war peinlich. Aber das geht ja noch. Das war peinlich. Zum Glück hatte ich einen Rekruten mit. Der musste das erledigen für mich. So. Gucken wir uns den Hintereingang mal an. Ich schaue hier rechts mal. Eieiei. Also das ist ja wirklich ein Entwicklungsland, ne? Können Sie mal die Definitiv. Plane da drauf irgendwie. Kann man doch nicht so lassen. Tja, einfachste Mittel. Leute haben kein Geld. Ja. Na, Gott sei Dank bringen wir die Demokratie. Das ist gut. Ach, gucken Sie. Hier haben wir eine schöne Aussicht. Hier gab es wohl nochmal ein Stockwerk, wa? Weggebombt durch terroristische Attentate. Ja, der Oh, gucken Sie, da Turm. oben kommt ein Fahrzeug. Hast du das gesehen? Kommt da der Berg Negativ. runter. Links von dem Haus wird es gleich hervorkommen. Da Ah, sehen Sie. ja. Ui, das sieht aus wie. Oh, das sieht gefährlich aus. Zwei Noch ein Fahrzeuge. Fahrzeug. Waffe auf Anschlag. Herr Lieutenant, vielleicht wollen die uns nichts Böses, vielleicht ist das eine nette Zivilbevölkerung. Gut, wollen wir runter oder wollen wir hier bleiben? Weiß es noch nicht. Kann ich noch nicht genau sagen. Oh nein. Was meinen Sie, was ist Ihre professionelle Einschätzung zu der Situation? Dass sie uns umfahren, um uns auszuspionieren. Sie haben zwei Fahrzeuge und wir sind auch nur zu zweit. Bitten Sie, die Waffe zu holstern. Ja. Die Schrei US nicht Army so. spricht. Die US Army spricht. Guten Tag. Ach so, guten Tag. Ja. Bleiben Sie da unten bitte stehen, dass ich Sie sehen kann. Was ist denn da los?
Ja. Allgemeine Kontrolle. Es ist hier vermehrt zu Unruhen gekommen. Wir bitten Sie mal, die Hände in die Höhe zu nehmen. Commander, was ist das für eine Weste, die er anhat? Tja. Sieht verdächtig aus nach entweder Sprengstoffweste oder eine normale Munitionsweste. Oh, bleiben Sie mal bitte hier kurz stehen. Ich habe nichts Böses getan. Ja, das wissen Sie. Oh. Commander, ich werde beschossen.